grüße dich zum neuen Video. Heute soll es mal um das Parkside Performance Multitool Zubehör Set in der Form vom PMZP 4A1 gehen. Was alles im Set enthalten ist, welche verschiedenen Sets es noch gibt, klären wir alles nach dem Intro. Ja, Lidl macht auch vor dem Zubehör nicht Halt und bringt auch beim Zubehör jetzt eine Performance-Serie heraus. Ihr seht das, hier ist das in Form einer solchen Kassette mit einigen Multitool-Zubehörklingen. Ihr seht, das ist auch mit Performance hier beschriftet. Kostet derzeit 7,99 €, gibt es in verschiedenen Versionen. Ich habe hier die PMZP 4A1 Version. Und damit kann ich dann zum Beispiel Zement und Mörtel trennen und schleifen. Ich kann randnahe Tauchschnitte in Holz, Kunststoff und Trockenbauwänden ausführen. Und ich kann Teppichkleber, Fensterkit und Farbrückstände, Silikondichtung etc., Klebeband, alles sowas kann ich mit diesen Klingen dann entfernen. Und ich denke, das ist eins der gängigsten Sets. Es gibt auch noch ein Bimetall-Set. Da kann ich dann verschiedene Baustoffe mit bearbeiten, also Sägen, Laminat zum Beispiel, nicht gehärtete Metalle etc. Guckt einfach mal unten, ich verlinke euch das mal in der Videobeschreibung und dort findet ihr dann auch die anderen Sets. Könnt euch ja dann auch alle bestellen im Zweifel und ihr werdet da sicherlich fündig für die Arbeiten, die ihr gerade ausführen müsst. Ja, was hier völlig neu ist, ist, dass die Klingen hier auch auf alle anderen Multitool-Geräte passen sollen, so zum Beispiel auch zur neuen Parkside Performance Serie. Da gibt es ja auch ein neues Multifunktionswerkzeug. Das werde ich jetzt in den nächsten Tagen hier auch noch vorstellen oder vielleicht ist es sogar schon online. Guckt mal in die Videos, wenn ihr den Kanal abonniert habt und das Glöckchen aktiviert habt, verpasst ihr ja nichts. Wenn ihr das noch nicht getan habt, solltet ihr das jetzt schleunigst tun. Wie schon gesagt, sollen die Klingen auch bei allen anderen gängigen Multifunktionswerkzeugen passen. Ich werde das gleich mal anhand eines Bosch-Gerätes probieren, ob das da auf die blaue Serie aufpasst. Das würde mich eigentlich schon sehr, sehr wundern, da Bosch ja hier mit dem Starlock-System oder Starlock Plus unterwegs ist und ich da bisher nur wenig an alternativen Zubehör für gefunden habe. Nun gut, packen wir das Ganze mal aus, schauen wir uns das mal an, was jetzt alles tatsächlich mit drin ist und wie sich das hier so alles von der Verarbeitung her gibt. Wie gesagt, 7,99 € ist jetzt auch nicht wirklich ein großer Preis. Das Ganze kommt hier achtteilig. Wir haben eine Bedienungsanleitung gleich noch mit dabei. Ihr seht, was es hier noch für verschiedene Sets gibt. Die werde ich euch, wie gesagt, alle unten in der Videobeschreibung dann verlinken und ihr kauft euch dann bitte das Set, was ihr tatsächlich benötigt. Die Kassette kommt jetzt hier schon in so einer Form von Hartplastikköfferchen, sage ich mal. Sieht recht wertig aus, wenn man dann sieht, dass hier die ganzen einzelnen Klingen tatsächlich sortiert dann drin aufgehoben sind. Natürlich ist das jetzt hier nochmal verklebt an der Seite. Ich mache das mal nochmal auf. So, habe ich geschafft. Jetzt kann ich das hier vorne an dem Verschluss nach oben ziehen und dann kann ich das Ganze natürlich aufklappen. Wir haben mit dabei hier so einen Schleifschuh, der ist mit Klett hier versehen und wir haben dabei ein paar kleine Schleifblätter in unterschiedlicher Körnung. Wir gehen hier bei P60 los. Wir können das dann hier aufstecken und haben dann einen Delta-Schleifer. Weiter geht's im Text. Wir haben hier noch eine Tauchklinge. Ihr seht das, wir haben hier sogar die Beschriftung mit dran, inwieweit wir hier dann eintauchen können. Das ist nur Wood beschriftet, also das ist eine Holzklinge. Ist eigentlich sehr schön gemacht. Man kann hier wirklich die Beschriftung sehr, sehr gut erkennen. Das Ganze liegt auch so sehr, sehr wertig in der Hand. Sieht auch sehr, sehr wertig aus. Ich sehe jetzt hier keinen Rost oder sowas. Manchmal ist das ja so, wenn man wirklich absolut billiges Material kauft. Ihr kennt das aus diesen 1-Euro-Shops oder so. Da ist das dann schon so, man fasst das an und sagt, das ist Mist. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Das fühlt sich wirklich auch qualitativ gut an. Und das für so einen Preis hier zu realisieren, da gehört schon einiges dazu. Das gleiche ist hier mit diesem Spachtel. Der ist auch für Holz da.
Wie gesagt, ihr könnt hier dann Tauchschnitte mit vornehmen, je nachdem, wie ihr das hier benötigt. Ich habe jetzt dieses Set einfach nur mal mitgeordert, damit ich hier euch das zum einen einmal präsentieren kann und zum anderen das dann mit der Performance-Serie auch mal testen kann. Denn bei der Performance-Serie sind keine Erstklingen in der Bestückung mit dabei. Ihr müsst immer Klingen mit dazu bestellen. Wer sich sowieso so ein Gerät dann anschaffen möchte, der ist natürlich auch damit gut beraten, dann hier das Originalzubehör zu nehmen. Ich denke, damit kann man erstmal nichts falsch machen. Ja, probieren wir das Ganze mal aus, inwieweit das hier tatsächlich auf andere Multifunktionsgeräte auch aufsteckbar ist, beziehungsweise adaptierbar ist. Ich habe ja hier meinen Bosch GOP, der ein oder andere kennt den. Es gibt ja auch noch von Fein den Multimaster etc. Die haben ein ähnliches System und ich denke mal, das wird hier nicht passen. So, also ihr seht das, das passt definitiv nicht. Mir hatte ein Zuschauer geschrieben, er hatte da irgendwie Kontakt mit einer Firma und die haben ihm, ich weiß jetzt nicht, welche Firma das war, ob das jetzt der Hersteller von der Performance-Serie war oder ob das bei Lidl oder Parkside jemand gewesen ist. Auf jeden Fall hatte da jemand Kontakt mit der Firma und die hätten ihm dann gesagt, ja, das ist auch kompatibel mit dem Starlog-System von Bosch. Da habe ich gesagt, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich werde das dann selber mal austesten und es ist definitiv nicht kompatibel. Das Starlog und das Starlog Plus-System kennt ihr, das ist hier so ein bisschen erhöht. Und das haben wir hier nicht, also haben wir hier nichts, was irgendwie greifen kann. Wir haben hier nur was Flaches, also auf die Bosch-Geräte passt das so definitiv nicht drauf. Da braucht ihr weiterhin Originalzubehör. Ich werde dann natürlich im anderen Video bezüglich des Multimasters aus der Performance-Serie das auch nochmal testen. Vielleicht war es ja auch nur darauf bezogen, dass dieses Zubehör, das Original Starlog-Zubehör, dann auf das andere Gerät draufpassen könnte. Wie gesagt, das werde ich dann nochmal ausprobieren, ob das dann so rum vielleicht gemeint war. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Adapter. Wenn das jemand von euch weiß, der kann es ja unten mal in die Kommentare mit reinschreiben. Dann verlinke ich dann auch das Produkt dann demnächst dazu. Dann findet ihr das dann auch in der Videobeschreibung. Ich habe jetzt so auf die Schnelle auch keinen Adapter gefunden, der mir das ermöglicht, solche Klingen dann im Starlog-Bereich dann auch einzusetzen. Ja, das soll es gewesen sein von diesem kurzen, knackigen Video hier. Einfach mehr gibt es hier nicht zu sagen. Wie gesagt, ihr könnt euch hier die anderen Möglichkeiten auch nochmal angucken. Folgt einfach den Links unten. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn euch das Video hier ein bisschen weitergeholfen hat. Ich habe jetzt hier noch einen Vergleich angestellt, weil die Frage einfach da war, ob das auf die Bosch-Geräte draufpasst. Das können wir jetzt definitiv verneinen. Das passt so nicht. Schreibt mir in die Kommentare, bei welchen Geräten das passt. Vielleicht hat der eine oder andere ja tatsächlich einen Fein-Multimaster zu Hause oder irgendein anderes Gerät. Dann könnt ihr gerne unten mit in die Kommentare reinschreiben. Ja, die Klingen, die passen bei dem und dem Gerät. Das hilft dann auch der gesamten Community weiter. Ich sage erstmal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal und bis dahin.